Hellas und willkommen zum PBM 172. Ich bin der griechische Captain und wir befinden uns wieder in einem Double Feature Runde 90 und 91. Und ja, der Spielstand geht ziemlich schnell weiter und vielleicht gibt es ja sogar noch die Runde 92, bevor ich mich dann wieder mal auf eine Reise begebe. Die letzte Reise ist gerade erst her, aber jetzt geht's geschäftlich unterwegs weiter. Ja, was machen wir jetzt hier in Griechenland? Wir haben unsere Eroberungstour ja einigermaßen abgeschlossen jetzt hier und sind einigermaßen sicher auf unserem Kontinent. Der einzige Widersacher auf dem Kontinent ist jetzt noch der Hunne. Und der geht natürlich ganz gut ab mit 114 Nahrung. Und auch, Produktion bin ich jetzt zwar wieder auf Platz 1, aber geldmäßig bin ich schon auf Platz 4 abgerutscht. Also, und der wird sicherlich noch so einiges tun, um da weiter hinzukommen. Ja, was ist passiert? Was machen wir in Runde 90? Wir sehen einmal, Sparta hat eine Religion angenommen, nämlich meine Religion. Sehr gut. Damit hat er jetzt 3 Bürger. Übt Druck auch auf Sniperhausen aus mit 27 Druck. 1, 2, 3 Städte. Die hier unten übt Druck auf Jerusalem aus, auch 27. Samarkand wird auch noch dran kommen, hat momentan schon 9 Druck. Jo, und das ist mal ein bisschen hin und her gegangen, weil Sparta hat Religion angenommen und wieder nicht mehr angenommen. Also offensichtlich muss der das zweimal machen irgendwie. Naja. Dafür sind wir jetzt aber auch nicht mehr Freunde bei Ile-Ife. Macht nichts, diese Trupp, den wollen wir ja jetzt auch nochmal ein bisschen erpressen. Ja, wollen wir nochmal ein bisschen erpressen. Und deswegen bringen wir mal unsere Schiffchen hier nach oben in Position. Ah, da sieht man auch schon einen berittenen Bogenschützen. So. Und dadurch, dass wir die jetzt hier oben hingebracht haben, können wir Tribut fordern. 180 Gold, immerhin einigermaßen gut und kostet uns 15, aber das macht nichts, denn wir wollen ja eh bei Ile-Ife nicht so viel haben. Es gibt uns eh nur Glaubenspunkte, ansonsten haben wir nämlich nur die Wale und ein bisschen Eisen. Und boah, also ich sag mal, das ist halt so der Fall. Wale und Eisen und Wale habe ich ja selber hier unten. Die sollte ich auch noch anschließen können. Irgendwann mal. Momentan brauche ich es nicht. Ich habe ja noch genügend Zufriedenheit hier. Jetzt gucken wir mal mit unserem Bogenschützen hier. Der hat hier unten ja so schön einmal ein Schiffchen vom Engländer beschossen. Und wollen wir mit dem Bogenschützen mal so ein bisschen wieder in die Mitte ziehen. Dann kann ich nämlich nach oben und nach unten ziehen, wie ich es möchte. Beziehungsweise, nein, nicht in die Mitte ziehen. Ich wollte mit dem Bogenschützen schon ganz gern auf die andere Insel. Deswegen schieben wir den jetzt hier rüber. Sollte er mit seinen Schiffchen ankommen, dann 1, 2, 3, 4, dann werde ich es zu verhindern. Dann kann er meinetwegen mal gegen den Bogenschützen vorgehen. Aber er wird ihn sicherlich nicht versenken. Der hat immerhin 6. Da müsste er dann schon mit 3 Schiffen ankommen. 1, 2, 3. Und das wird sicherlich nicht der Fall sein. Zumal sein eines da ja ziemlich einsam vor sich hin dümpelte. Gut, was machen wir mit unserem 1, 2, 3, 4, um hier mal ein bisschen zu gucken. 5, den werden wir hier schön auf Parkposition bringen, damit er hier ein bisschen ausruhen kann. Und der Missionar, den wir hier haben, den wollte ich jetzt eigentlich irgendwo ins Wasser begeben. Ja, und dann muss ich ihn wohl hier ins Wasser begeben. Aber dazu gehen wir erstmal darüber. 1, 2. Ich könnte jetzt noch ein Feld dahin gehen. 3. Damit sehe ich, hier ist nicht mehr das Lager. 3. Und 4. Ab hier ins Wasser. Der hat auch 6 Verteidigung. Wunderbar. Am Anfang ist das noch ganz in Ordnung. Gut, Ile-Ife haben wir Tribut verlangt. Oh, und die Zivilisation Hunnenreich hat die Religion verbessert. Gucken wir doch gleich mal. Er hat die Religion verbessert, hat wohl einen großen Propheten direkt eingesetzt. The Horse bekommt jetzt... Oh,
Religiöse Texte, plus 50% mit Druckerpresse, na die ist noch etwas hin, 25% schneller breitet sie sich aus ohne Druckerpresse. Und plus 2 Zufriedenheit mit Tempeln, oh, da will wohl einer Tempel bauen. Ja, gut, soll er halt Tempel bauen, mir egal. Und was hat er noch? Moscheen kann er bauen, ja gut, Moscheen. 3 Glauben, 2, ja, gut. Ansonsten hat keiner weiter die Religion verbessert. Opferismus sollte eigentlich auch was sein, aber er hat ja keinerlei Religionspunkte. Er muss wohl die normalen Religionspunkte nehmen. Und da kommt er lange nicht an meine 30 Punkte ran, wie ich sie habe. Was haben wir in Runde 90 noch? Wir haben jetzt die Währung. Damit ist jetzt für die ganzen Marionetten ist es jetzt wahrscheinlich, dass die auch mal jetzt demnächst einen Markt auswählen. Und jetzt sind wir drauf und dran, öffentliche Verwaltung zu nehmen, damit ich endlich mehr Nahrung von Süßwasserquellen bekomme und dann möglichst schnell auch auf Bildungswesen gehen kann, um die Universitäten zu bauen. Die bieten Wissenschaftlerplätze an, die bieten Wissenschaft selber an und Wissenschaft von Dschungelfeldern, wobei Dschungelfelder habe ich ja nur hier. Und da habe ich mir dann auch nochmal Gedanken gemacht, Dschungelfelder haben die nur hier. Deswegen, anstatt auf diesem Hügel zu gründen, werde ich dann doch lieber hier mitten im Dschungel gründen. Weil dann kriege ich nämlich einmal dieses Hügelfeld, ohne dass ich was roden muss. Hab dann natürlich das Wasser hier. Den Weizen und die Pferde werde ich ohnehin auch bald reinbekommen. Ich hätte noch eine Chance, hier Baumwolle zu kriegen. Wenn nicht, würde ich ihn zwingen, wahrscheinlich, das zu kaufen. Aber ich denke mal, ich hätte noch die Chance, Baumwolle zu kriegen. Könnte hier Baumwolle also zweifach nehmen. Die Orangen sowieso. Und ja, und gleichzeitig jede Menge Dschungel, der mir dann auch mal Forschung einbringen könnte. Und natürlich von dieser Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 übe ich Druck auf Kabul aus. Und von dieser Position übe ich Druck auf Samoa und Honolulu aus. Natürlich auf Quebec auch und natürlich auf Guilford auch. Ja, und deswegen werden wir unsere Missionare so einsetzen, dass wir jetzt mal erstmal versuchen, hier Quebec zu kriegen. 1, 2, 3. Und wir lösen aus 4 Stück. Damit gehört uns Quebec noch nicht ganz und wir haben plus 9 Druck, er hat aber 11. Deswegen wichtig, Quebec vielleicht doch vorher komplett zu kriegen. Und hier unten im Süden bei Samarkand, das sollte allerdings gehen, der hat ja nur 7 Bevölkerung. Da jetzt nochmal 4 Bevölkerung zu kriegen, das bedeutet, Samarkand gehört mir. Ich habe Geld, 1100 jetzt inzwischen. Ja, plus 9, das wirkt sich auch auf Canterbury aus, auf Jerusalem, hier 36 Druck schon. Sehr gut. So, wie machen wir weiter mit unseren Propheten, mit unseren Missionaren? Dieser Missionar wird Guildford übernehmen. Guildford wird auf jeden Fall gehen. Canterbury ist nur eine Frage der Zeit. Jerusalem ist auch nur eine Frage der Zeit, bis dort der Dritte kommt. Das heißt, die zwei kommen auf jeden Fall. Und er wird Quebec übernehmen. Damit lasse ich mir zwar die Chance entgehen, Kabul zu übernehmen. Ja, kann man da Tribut fordern? Nee, geht da nicht. Aber Kabul ist eh so weit weg am Rand. Ich nehme lieber sicher Quebec und sicher Guildford als unsicher Kabul. Weil der hat schon 8 Bevölkerung, 2 auch noch eine Fremdenreligion. Damit könnte es schwierig werden, da auch 4 beziehungsweise vielleicht brauche ich sogar 5 zu kriegen, 5 Gläubiger zu kriegen, um die Stadt vollständig in die Hand zu bekommen. Okay, machen wir weiter mit unseren Zivileinheiten. Hier mal ein bisschen machen. Ah, der hier darf die Mine errichten. Der hier darf den Bauernhof weiter errichten. Oh, unsere Begleitkavallerie kann mal wieder ein bisschen gucken. Aha, da ist wieder ein Pferdchen drin für ihn. Der kann darüber. Der kann hier die Mine beenden. Ja, machen wir gleich Militär. Und ja, was machen wir jetzt? Wir gucken mal gerade durch. Athen hat hier diese ganzen schönen Felder.
zwei Runden bis zur staatlichen Hochschule, das ist prima. Und nach der staatlichen Hochschule wollte ich noch eine Galeasse bauen und noch einen Frachter bauen. So. Galeasse und einen Frachter. In Sparta wird weiterhin die Schriftstellergilde gebaut und ordentlich Nahrung hier benutzt. Das Feld nehmen wir mal. Wird zwar eine Nahrung drei Runden, genau, aber so ist es ein bisschen schneller mit der Schriftstellergilde. Je früher die Schriftstellergilde steht, desto eher kann ich da auch Schriftsteller eintragen, desto mehr Kultur mache ich. Momentan 39, das wird sich hoffentlich noch ändern. Ja, gucken wir hier auf unsere schönen Pferdchen hier. 56, zack, 41. Nanu, warum klappt das nicht? Den habe ich vernichtet, ich weiß es ganz genau. Habe ich irgendwas anders gemacht? Vielleicht irgendwie später missioniert oder was? Ich habe den auf jeden Fall vernichtet. Und ja, okay. Also die Kultur hätte ich gekriegt und auch den Punkt. Hier ist es das Ähnliche. Hier habe ich nämlich auch, hier habe ich angegriffen mit dem. Dann habe ich mit dem angegriffen. Ah, genau. 12 Geld, 12 Einfluss, 12 Kultur. Heißt, Kabul ist jetzt Verbündeter. Sehr schön. Nochmal 6 Geld. Kulturpunkte pro Runde dazu, macht 45 und diese Einheit können wir auf dieses Feld bringen. Ja, ein Quest, dieses Lager wegzunehmen, gibt es bei Kabul immer noch nicht. Also die Quests bei Kabul lassen noch auf sich warten, vor allen Dingen die Lagerquests. Naja. So, Kabul hat jetzt auch den Krieg erklärt und ich sehe jetzt hier schon, hier drüben gibt es eine Insel, die weitergeht. Offensichtlich gibt es hier auch Inseln. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie es da weitergeht. So, 6 Bevölkerung, das passt. Jerusalem, was bauen wir nach dem? Nach dem bauen wir einen Siedler. Damit der Tempel gar nicht in Versuchung kommt. Ich glaube, das war's soweit. Wir gucken nochmal auf die Demografie. Sehen, wir haben jetzt 60 Produktion. Komme ich denn jetzt auf 60 Grad? Eben habe ich 58 gehabt. Also ein da und ein da mehr. Stimmt. Ja. Und ja, wir kriegen unsere 29 Glauben. In 2 Runden kann ich mir wieder eine Pagode leisten. Also 92 gibt es in Sparta eine Pagode. Okay, das wäre diese Runde. Und nee, noch nicht ganz. Gar nicht. Ich wollte ja noch weiter Schiffchen kaufen. Ich habe ja so viel Geld. 1100. Kaufen wir noch ein paar Schiffchen, eine Galeasse hier und noch eine Galeasse hier. Und hier habe ich noch die ganzen Galeassen drin stehen. Also der baut noch eine, die Galeasse noch zu Ende. Danach baut er eine Triere und dann noch eine Galeasse. So, 3 Runden ist 93, 95 habe ich dann 2 Trieren und genug Galeassen. Gut. Nächste Runde könnt ihr vielleicht noch mal eine Galeasse kaufen und dann habe ich eigentlich auch schon alles fertig und könnte loslegen. Je schneller ich zuschlage, desto weniger kann er sich darauf vorbereiten. Wir sehen den Militärwert, er ändert sich kaum, denn die Galeassen selber ändern kaum was daran. Okay, gehen wir in die nächste Runde. Und damit sind wir in Runde 91 und ich gehe gleich mal runter hier nach Samarkand. Wie man sieht, das Lager ist leer. Das habe ich nämlich leer gemacht letztes Mal. Also der komische Reiter, der ist nämlich weg. Der ist von mir vernichtet worden. Und das ist nicht von diesem Bogenschützen passiert. Machen wir also mal. Also, Feiertag durch Pelze. Kriegt Canterbury einen Feiertag. Tja, bei null Wachstum gibt es natürlich bei dem Feiertag nicht besonders viel her. Aber man sieht jetzt, oh, einen Anhänger bei plus 18 Druck. Ja, bei plus 18 Druck. Wenn er plus 9 Druck hat, macht er plus 9, 4,5, 13, 13,5, 14,5, 13, 14 Druck macht dann der andere, wenn er Druckerpresse hat. Es muss unbedingt die ganzen Städte hier kriegen, damit er nicht so viel Druck, Dauerdruck aufbauen kann.
Ja, ziehen wir unseren Missionar in Richtung Guildford. Das sollte so gehen. Also einmal darüber. Gut. Bautrupp kann hier mal den Bauernhof vervollständigen. Mit den Einheiten können wir ein bisschen aus See gucken, ob da vielleicht ein Schiffchen ist. Nein. Da. Nein. Nein. Ich glaube, mit der Einheit kann ich so langsam hier nach oben gehen. Denn man sieht ja schon hier, der Bautrupp ist fast fertig. Und nach dem Bautrupp soll ja ein Siedler kommen. Ups, ich hatte ihn offensichtlich nicht richtig eingestellt. Sollte ein Siedler kommen, der da oben hingeht. Und dann muss ich schon meine Einheit hier oben hin bewegen. Nicht, dass hier nochmal ein Barbarenlager entsteht. Und dann mein Siedler mal eben hops geht. Das soll ja nicht passieren. Machen wir als nächstes. Quebec soll jetzt endgültig überlaufen. Plus 2 macht 6 Bürger orthodoxe Ostkirche. Und damit kriegen wir wieder 67 Gold. Sehr schön. Und wir haben nochmal plus 9 Druck. Guildford hat jetzt von der Stadt. Und von der Stadt haben wir auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, von 2 Städten hat er jetzt Druck. Und Canterbury sogar von 3. Das heißt, Canterbury wird auch bald fallen. Und Jerusalem hat 45 Druck, wird auch bald wechseln. Sehr gut. Einmal Missionar hier, einmal Missionar noch an der Westküste. Gut. Also, die Einheiten können hier ein bisschen sich verschanzen. Die Biene darf weitergebaut werden. Und unsere frischen Galliassen sind fertig. Wollen wir doch mal gleich sehen. Hier, 1, 2, 3, 4. Ist wichtig, immer einzeln zu bewegen. 1, 2, zumindest in den Bereichen, wo man noch was entdecken kann. Weil ansonsten überspringt er die Entdeckungsphase und man sieht nichts mehr. Hier kann der Bauernhof auch fertig sein. So, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Wobei, auf Meer kann ja eh noch nicht sein. Denn Ozean kann ja noch niemand befahren. Polynesier haben wir nicht bei uns. Den sieht man nicht. So, was machen wir jetzt mit unseren Composite-Bogenschützen? Der wird erstmal schön hier auf die Insel gebracht. In Sicherheit, weil hier ist eine Barbarentriere. Und diese Barbarentriere zeigt halt schon ganz deutlich da und da und da oben ein Lager, dass hier wohl die Barbaren unterwegs sind. Jetzt könnte ich die anschlagen. Oh ja. Müsste ich mit dem Schiff allerdings warten. Ich habe die Karte hier jetzt mal eingescannt und mal an Q-Aladin gegeben, damit er mit seinem beritten Bogenschützen hier rüber reitet und den mal anschießt, damit ich den hoffentlich mit dem Trierenschiff hier fertig machen kann. Vielleicht greift er mich auch an, vielleicht greift er auch Ile-Ife an. Deswegen die Einheit hier zack so lassen. Stehen lassen. Das sind nämlich, und das ist auch wieder was ganz Besonderes hier, bei den Griechen, das macht sie nämlich auch auf See relativ gut. Sie können nämlich in den freundlichen Gebieten, in den Gebieten von den Stadtstaaten, können ihre Schiffe heilen, weil sie ja freundliches Gebiet, Stadtstaatengebiet als ihr eigenes befreundetes Gebiet ausgeben können, annehmen können. Kann der hier also heilen, was sonst die Schiffe ja nicht können. Machen wir mit unserem. Was machen wir mit dem hier? Dem gehen wir einmal hier hoch. So. Und hier an Land. So. Und man sieht es hier ganz deutlich. Oh, das letzte Mal habe ich nicht den Weg so und so, so und so gewählt, weil das Lager ist hier noch. Na gut, ich weiß halt, dass das Lager nicht da ist, weil er das Lager ja schon längst vernichtet hat. Gut, das war das. Pelze hätten wir auch. Oh, Athen braucht jetzt Seide. Das ist abgelaufen. Was machen wir jetzt als nächstes? So. Bautrupps. Der ist damit fertig. Der ist damit fertig. Ich habe minus 17 Geld. Sorgen wir dafür, dass wir hier mal eine nette Handelsstraße bauen können. Und zwar soll der eine Handelsstraße bauen. Ja. Der könnte hier anfangen.
können aber auch da anfangen. Entweder so 1, 2, 3, 4, 5, 6 so eine Straße bauen oder dort so eine Kreuz-Querstraße. So eine Straße wäre natürlich schicker. Und mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also da anfangen die Straße, einmal hier quer rüber, damit die Straße auch, wobei, ja, na, eigentlich ist es hier oben besser, weil ich diese Wege hier oben ja noch, hier oben will ich ja noch, wegen dem See und dem Süßwasser will ich noch früher Bauernhöfe hinsetzen. Na gut, also doch hier oben rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, passt auch. Über die Hügel ist auf jeden Fall wichtig, damit ich über die Hügel gut bewegen kann. Ja, die Begleitkavallerie, die benötigen wir auch. So, diesen Weg geht er. Die muss nämlich mit wassern. Dafür kann... Ah ne, der kann hier auch nicht da rein. Die brauchen wir auch noch. Den Hopliden, den wollen wir nämlich auch haben, damit ich auch ein paar Einheiten drüben habe. Also... Zack, gleich mal beschützen und dann kann der auch darüber. Und dieser Hoplit hier, den brauche ich auch noch. 1, 2. Zack. Ah, minus 21 Gold. Wird schon mehr werden. Wird schon viel werden, ja. Habe ich hier sonst noch irgendwas? Da habe ich nichts, nichts, nichts. Kann ich irgendwen erpressen? Samarkand? Nein. Den hatte ich erst. Kann ich Kabul erpressen? Nein, kann ich nicht. 45. Meine Einheiten sind zu schwach, um Kabul zu erpressen. Okay, die Stadt ist einfach zu stark jetzt inzwischen. Quebec, kann ich Quebec erpressen? Auch nicht, ist zu weit, gar nichts in der Nähe. Na gut, also müssen wir in Athen halt trotzdem noch eine kaufen. So haben wir 227. Das reicht für gute 10 Runden. Und in der Zwischenzeit mache ich ja auch ein bisschen Geld durch Barbaren. Damit sind wir jetzt hier. Öffentliche Verwaltung, noch 4 Runden. Und machen wir das jetzt hier. Passt das? Jo, ich denke schon. Passt das hier? Eine Runde bis zur staatlichen Hochschule. Jawohl. Und der baut Galeassen und so weiter. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Gucken nochmal auf die Demografie. 60 Produktion, erster. 114 Nahrung hat der andere. Hat Kualadin. Ich habe 88. 55 Geld. Das muss jetzt wahrscheinlich Mambokurt sein. Wo ich ja auch gehört habe, dass er ein goldenes Zeitalter hat. Also da hat wohl einer ein goldenes Zeitalter. Vielleicht noch einer. Und deswegen liege ich jetzt mit dem Geld so weit hinten. 36. Forschungsmäßig bin ich jetzt auf Platz 2 wieder, 26 zu 28%. Da ich die langen Wege geforscht habe, ist das doch verständlich, dass ich knapp hinter dem Führenden liege. Forschungsweg kennen wir ja, ab nach Bildungswesen. Vielleicht mache ich nochmal ein, zwei Runden Umweg auf Maschinenbau, denn wenn man mal guckt hier, ich bekomme nichts mehr aus der Forschung. Das heißt, hier Mr. Kualadin hat genau die gleichen Technologien wie ich, beziehungsweise ich habe mehr Technologien als er. Er hat Kompass nicht, er hat aber Theologie. Und ansonsten hat er diese ganzen anderen Technologien auch. Ich habe ihm nur Kompass voraus. Alle anderen Sachen hat er nicht. Also, er kriegt da wohl hier durch die Handelswege noch ein paar Forschungspunkte dazu. Soll jetzt nicht so kriegsentscheidend sein, aber ein weiterer Hinweis. Gut, ja, ich denke, damit war es das auch schon wieder. In 12 Runden gibt es die nächste Politik. Eigentlich wahrscheinlich früher, weil ich ja noch jede Menge Barbarenkultur kriege. Und dann sehen wir uns wieder in Runde 92, wenn es weitergeht mit dem griechischen Captain. Hellas!